Hey Leute, was geht? David von Altdesignisch hier. So, jetzt heute einmal ein Tutorial, was ich euch gerade aufzwinge, weil das einfach zu langweilig ist für ein Speedart. Und deswegen dachte ich mal, hey, machen wir ein Tutorial draus. Geht auch ganz fix. Ich zeige euch, wie ihr diese coolen Würfel, normalerweise typische Würfel, machen könnt. Daher geht ihr einmal auf Würfel, auf dieses 3D, auf dieses Objektsymbol, wählt einen Würfel aus. Und die Segmente sollen dann 5, 5, 5 sein. So, das ist prinzipiell schon mal die grundlegende Form. Es gibt ja ganz viele verschiedene Würfelformen, deshalb könnt ihr das beispielsweise so lassen. Ihr könnt jetzt auf Rundungen gehen, weil die Ecken hier sehr scharf sind. Und die Rundungen könnt ihr jetzt noch ein bisschen anpassen. Und prinzipiell habt ihr so schon mal die Basic-Form. Was ja auch ganz nett ist, weil ist halt ein typischer Würfel. Das will ich jetzt hier nicht haben, deshalb machen wir einfach mal die Rundungen raus. Wir wollen eine andere Form kreieren. Aber wenn ihr eure eigene Form haben wollt, ist ja okay, könnt ihr machen. So, dann drücken wir mal C und wählen hier unser Polygonwerkzeug aus und machen erstmal die Augen. Das heißt, nehmen wir mal die 1, fangen wir mal bei 1 an, gehen wir oben beispielsweise auf 1 und müssen dann die 6 machen, um halt als kleiner Fun Fact, auf der gegenüberliegenden Seite, also beide Augen müssen 7 insgesamt ergeben. Das heißt, 1 ist oben und dementsprechend muss unten die 6 sein. Und daher haltet ihr Shift gedrückt und wählt eine 6 aus, damit es dann oben auch bleibt bei Shift. Ansonsten ist es oben weg und es wäre doof. So, dann an der Seite machen wir mal beispielsweise die 4. 1, 2, 3, 4. Und da es 7 sein müssen, auf der anderen Seite dann die 3. 1, 2, 3. So, jetzt auf der anderen Seite machen wir mal 5. 1, na. Wenn ihr Mist gebaut habt und was Falsches selektiert habt, könnt ihr entweder STRG drücken und auf das falsche Auswahlding drücken. Oder aber ihr könnt einfach STRG und dann Z drücken. Dann geht ihr einen Schritt zurück. So, 3, 3, 4, 5. Wenn mein PC gerade ein bisschen ruckelt, tut mir leid, weil ich rendere gerade noch ein bisschen etwas bei C4D und das dauert dann ein bisschen lange. Also 5 und dementsprechend dann 2. 1, 2. So, das könnt ihr jetzt eigentlich so lassen. Das ist mal erstmal die Augenzahl. Die könnt ihr jetzt beispielsweise mal extrudieren, wenn ihr wollt. Das heißt, rechte Maustaste extrudieren. Und ihr könnt jetzt entweder mal raus extrudieren oder rein. Was auch ganz cool ist. So denke ich mal so. Ich weiß nicht. Ich interpretiere da immer so ein bisschen Science Fiction. Aber könnt ihr machen, wie ihr wollt. Allerdings wollen wir das nicht machen. Deswegen gehen wir mal STRGZ und wollen nämlich diese typischen Rundungen rein haben. Daher gehen wir hier auf Selektion, Selektion einfrieren. Da habt ihr jetzt so ein Dreieck. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise mal andere Dinge auswählt, dann könnt ihr Doppelklick drauf drücken und habt hier wieder eure alte Selektion. Sehr praktisch auch bei anderen Projekten. So, jetzt haben wir das und jetzt wollen wir dort allerdings Punkte ranklonen und das machen wir jetzt mal. Das heißt, wir gehen hier auf unsere 3D-Dingen, gehen auf Kugel. Die zu Anschauungszwecken zeige ich euch das jetzt mal alles. Und zwar die Kugel machen wir ein bisschen kleiner, mal 10. Und haben wir die Kugel. Machen wir auf Moongraph und Klon. Packen wir die Kugel mal rein. Gehen auf den Kloner rauf und gehen von Modus von Lineal auf Objekt. Und jetzt fragt er uns halt, wie ist das Objekt? Da wir das ja in einem bestimmten Objekt klonen wollen. Das heißt, wir gehen, ne, auf den Würfel
Und wie ihr sehen könnt, hat er jetzt alle Würfel an den alle Kugeln an den Würfel geklont. Das wollen wir nicht so haben. Deswegen gucken wir ein bisschen weiter unten. Da steht Selektion. Und da fragt er uns dann, welche Selektion er denn benutzen soll, wenn wir einen haben. Und zufälligerweise haben wir die. Das heißt, wir nehmen die Drag and Drop und packen die wieder rein. Und jetzt hat er auf die Selektion alle Noppen getan. Das ist aber auch nicht unbedingt, was wir haben wollen, weil wenn wir es hier Doppelklick drauf drücken, sehen wir, die Kugeln sind auf den ganzen Punkte, auf die Eckpunkte alle gepflanzt worden. Um das zu ändern, gehen wir auf Klon und bei Verteilung von Punkt gehen wir auf Polygons Mitte. Und wie der Name schon sagt, gehen wir jetzt hier Doppelklick drauf und können sehen, jeweils in einer Mitte ist ein so ein Noppen. Und das ist, was wir haben wollen. Wie ihr sehen könnt, sind jetzt alle Zahlen mit Kugeln versehen. Allerdings wollen wir ja nicht, dass es raussteht, sondern wir wollen, dass es nach innen ist. Deshalb gehen wir hier auf MoGraph, nicht MoGraph, sondern wir wollen das ausschneiden. Das heißt, wir gehen auf den Array-Ding und gehen auf Bool. Das Bool-Tool ist zum Ausschneiden. Das heißt, wir packen unser Kloner rein und nehmen dann unseren Würfel und packen den dazwischen. So ist es korrekt jetzt, wie es ist. Ich erkläre euch das mal, das Prinzip. Und zwar, also der Kloner, der schneidet zwei Objekte aus. Das heißt, unten ist das, also das Objekt, was ausschnitten werden soll. Das heißt, in der Mitte, also oben jeweils, ist immer das Grundobjekt. Und er schneidet das untere von A weg. So gesehen. Das heißt, er nimmt halt, in dem Fall hat er hier unsere Kugeln. Und er schneidet die Kugeln vom Würfel raus und so haben wir dann diese Beulen drin. So, und prinzipiell haben wir es dann auch. Wie gesagt, das ist die Basic Form von Würfel. Wir wollen aber eine andere Würfelform haben. Deshalb gehen wir auf Kugeln nochmal, weil wir wollen diese so eine abgeflachte Kugelform ein bisschen haben. Und jetzt wollen wir die Kugel, die wir haben, wollen wir jetzt mal mit den Würfeln hier schneiden. Das heißt, wir gehen nochmal auf Bool Tool, nehmen uns ein Bool Tool und nehmen dann die Kugel, packen die da rein und nehmen dann das Bool Tool, was wir eben hatten, und packen das da rein. So, jetzt allerdings zeige ich es euch mal, und zwar, wenn ihr jetzt die Kugel nimmt und den Radius vergrößert, dann seht ihr hier, die Kugel ist durchsichtig, dementsprechend das schneidet er dann von weg, von unseren Dinges, was wir haben. Das wollen wir aber nicht haben. Denn, ein bisschen ruckelig, wir wollen unseren, nehmen wir Bool Tool und gehen auf Bool Typ und dann können wir entscheiden, wie das dann geschnitten sein soll. Und wir wollen A geschnitten von B. Daher sage ich mal, das heißt, er nimmt halt die Kugel, die wir gerade hatten, und schneidet das Außen halt raus, also das heißt, das Innere wird dann zugeschnitten. Seht ihr hier, wenn wir die Kugel vergrößern, also wenn wir die Kugel verkleinern, seht ihr hier, wird der Radius auch kleiner und wird halt mehr zu einem Würfel. Daher wollen wir das mal so ein bisschen lang ziehen, dass es gut aussieht. Ich denke, so ist okay, dass sich das ein bisschen berührt. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir eigentlich die Basic-Struktur. Also jetzt haben wir eigentlich den kompletten Würfel schon fertig. Jetzt wollen wir noch ein bisschen, dass es nicht so eckig ist, weil so rund ist es halt irgendwie Käse. Deshalb nehmen wir den Würfel, den wir gerade, also die Kugel,
und packen unsere Segmente mal auf 100. Ist eigentlich egal wie viel, aber 100 mal 100 ist viel. Und jetzt seht ihr, ist das schön rund. So, dann selektieren wir mal alles. Drücken Alt G, um ein neues Objekt zu haben. Und nennen es mal Würfel. Damit können wir dann einfach unser Würfel anwählen und haben sofort alles. So, jetzt machen wir noch eine kleine Szene rein. Und zwar, wir machen uns einen Boden mit einer Ebene. Packen dann diese Ebene unter den Würfel. Und machen die Ebene noch ein bisschen größer. Skalieren die. So. Ja, ist doch okay. Jo. Ja. So, jetzt hatte ich mir das ergoogelt mal. So ein Mensch ärgere dich nicht fällt. Ihr könnt es bei Google eingeben, Mensch ärgere dich nicht, Textur. Und dann könnt ihr irgendeine Textur nehmen von oben. Dann neue Textur erstellen. Auf Farbe laden wir unser Mensch ärgere dich nicht fällt rein. Seht ihr? Doppelklick und anfügen. Und die Spiegelung machen wir mal ein bisschen spiegeln, sonst ist ja doof. Machen wir mal, keine Ahnung, gucken wir mal 20, wie es aussieht. Das ist immer so ein Augenmaß. So, dann packen wir das süße Zeug hier rauf. Und da haben wir schon unser Feld. So, jetzt machen wir noch uns ein kleines Licht. Weil da mache ich auch noch ein paar coole Sachen immer. Also machen wir ein Ziellicht, damit wir das nicht groß verschieben müssen. Und machen wir es dann mal so. Ich denke, es ist okay, ja. Also, um das nochmal zu verändern, das Licht, wenn wir haben wollen, nochmal die Größe und so weiter, gehen wir hier von unser Polygon auf unser Objekt-Tool. Und dann haben wir hier die Dinger hier. So, ich denke, das ist okay so. Ja. Dann kopieren wir uns das und packen das auf die andere Seite. Und daran seht ihr, ich habe ein Ziellicht immer ganz gerne, da man dann halt nicht viel machen muss, da das Ziel ja schon fokussiert ist. So, ja, okay, lassen wir es mal so. Ja, okay, den Würfel machen wir ein bisschen kleiner. Skalieren. Ne, noch ein bisschen. Ja, okay, so ist gut. Dann machen wir das vielleicht noch ein bisschen größer. Ich will mich vermeiden, dass man dass man das hier draußen ein bisschen sieht. Naja, gut. So, ich denke, es ist okay. Dann gucken wir nochmal. Ich glaube, das hat die, ja, ein bisschen verschoben. Also, ihr kommt hier in diese Ansicht, wenn ihr die mittlere Maustaste drückt, dann könnt ihr das immer etwas justieren, weil momentan ist es auf dem Boden, ist es auf dem, gerade in der Luft schwebt das. Und wir wollen das ja auf den Boden bekommen. Und da haben wir's. So, dann geben wir den ganzen, verschieben wir noch ein bisschen, mal eine Textur. Das heißt mal ein klassisches Weiß. Packen wir auf den Würfel. So, jetzt ist der ganze Würfel weiß. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen diese Augen schwarz haben, das heißt, wir machen eine neue Textur schwarz und öffnen unseren Würfel und dann haben wir hier den Klon und packen auf den Klon unser Schwarz drauf. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, sind die Klone schwarz. So, noch ganz kurz zu den Lichtern. Wenn ihr die beide mal anklickt mit STRG und dann, also jeweils STRG klicken und dann gedrückt halten, STRG und dann nochmal drücken auf das andere Licht,
Habt ihr beide angewählt und gehen wir auf Schatten weich. Und was immer ganz cool ist, ist sichtbares Licht, volumetrisch. Und Noise. Und dann machen wir Noise-Filter an. Und es gibt halt diesen ganzen so ein bisschen Nebel-Wolken-Effekt. Ist mal ganz cool, sieht das aus. Dann gehen wir auf das eine Licht nochmal zurück, gehen auf allgemein die Farbe, weil so ganz weiß, das sieht blöd aus. Machen wir nochmal so gelb-orange-Licht. Und das andere Licht machen wir mal blau. Blau-hell. So. Jetzt haben wir das. Und dann gehen wir auf die Voreinstellungen. Und ja. Gut, ich hatte das jetzt schon im alten Projekt. Allerdings geht ihr da auf Effekte und wählt Ambient Occlusion und Global Illumination an. Und ich würde mal sagen, dann haben wir es soweit. Das würde es mal ganz kurz test rannen können. Ja, haben wir. Und dann rennen wir es mal kurz als Test. Ah, so, auf jeden Fall seht ihr schon mal, so sieht es aus. Jetzt habe ich doch noch ganz kurz eins vergessen. Und zwar hatten wir das eigentlich so eingestellt, habe ich euch erzählt, dass es ja wie Nebel aussieht. Und dementsprechend müssen wir natürlich noch, weil gehen wir ja auch mal auf ein Licht drauf, hat sich hier dieses Ding gebildet. Das heißt, wenn ihr beispielsweise so jetzt auf keinen drückt, dann, ah, da, dann habt ihr das weg. Und wenn ihr auf Licht geht, volumetrisch, dann ist es halt da. Und das müsst ihr dann über das Objekt ziehen. Das heißt, dann machen wir mal, ja, ganz durchziehen. Und bei dem blauen Licht natürlich auch haben wir das. Und das ziehen wir dann mal ganz durch. Und jetzt rendern wir das Ganze nochmal. Und jetzt sollte es schon viel besser aussehen. Okay, jetzt sehen wir schon, ist ein bisschen zu viel Nebel, aber da habt ihr schon, seht ihr schon ein bisschen, ja, dass es halt so ein bisschen nebelig ist. Und das ist ganz cool. Und dann verschwimmt es da oben so. Sieht immer ganz nett aus. Jetzt wollen wir mal ganz kurz ein bisschen zurückfahren. Das ist doch ein bisschen krass. Machen wir mal hier so. Und dann machen wir mal. Ah, Quatsch. Ach so. Das wollten wir natürlich nicht. Wir wollten das hier. So. Ja, dann wenn ihr mit der, dann können wir das Rest schon mal machen, wenn ihr mit der Formel des Würfels happy seid, dann geht ihr auf den ganzen Würfel rauf, also selektiert mal alles und drückt C. Dann habt ihr jetzt das halt als Polygon alles. Wenn ihr das mal öffnet, dann selektiert ihr wieder alles. Aber ihr müsst es alles selektieren, also nicht nur oben drauf drücken, sondern müsst es alles so, dass es hell, also hell unterlegt ist. Dann geht ihr rechte Maustaste und verbinden und löschen. So, jetzt habt ihr ein Polygon und das ist der ganze Würfel. Denn das brauchen wir nämlich, wir wollen das nämlich noch ein bisschen Dynamik geben und auch noch ein bisschen, ja, prinzipiell Dynamik geben und klonen. Ja, klonen nicht, aber wir wollen es halt Dynamik geben. Wir kopieren das Zeug mal, weil wir mal mehrere Würfel haben wollen. Ja, ich denke, 4 sind okay. So, dann wählen wir mal alle Würfel an. Gehen dann mal auf, ja, wo haben wir Simulation, Dynamik, Rigid Body, dann gehen wir hier auf unseren Floor, auf unsere Ebene, machen dasselbe in grün, Rigid Body, gehen allerdings hier bei Rigid Body, weil jetzt, wenn wir das mal abspielen, fällt alles runter, das wollen wir natürlich nicht haben, das heißt gehen wir hier auf Dynamik bei Floor aus und wenn wir das jetzt drücken, dann seht ihr, fallen die alle dynamisch zu Boden.
Und das finde ich halt ganz cool, weil es ist halt dann halt random. Ihr könnt es zum Beispiel halt noch drehen, dann fällt es vielleicht ein bisschen anders alles. Ja, aber eine. Okay, gut. Ja. Geben wir das noch ein paar eine andere Farbe. Und zwar machen wir hier mal. Nehmen wir mal ein Blau. Dann nehmen wir die Textur, halten gedrückt, drop, drop und ziehen das auf die weiße eine Textur. Dann übernimmt der automatisch die weiße Textur und ersetzt die mit der anderen. Dann machen wir mal. Ja, okay, das machen wir mal anders. Und zwar, wir machen das mal weiß. Also mal raus. Machen wir Transparenz. Machen wir mal 1,33 ungefähr. Wie halt Glas oder. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen stärker als Glas. Ich glaube. Müssen wir mal ausprobieren, was am besten aussieht. Ich nehme mal 2. Dann die Observationsfarbe. Das ist letztendlich die Einstellung, die sagt, von das ist halt das Licht halt, wie das absorbiert wird, das Licht. Das heißt, vor außen ist es halt hell und dann wird es halt immer dunkler innen drin, weil das Licht halt immer weniger durchkommt. Und deswegen schauen wir mal, wie es denn ausschaut. Die Farbe machen wir mal als rot, Ausgangsfarbe. Und die Observationsfarbe ist mal ein dunkelrot. Ja. Und dann wählen wir das mal auf den anderen Würfel. Und dann machen wir noch einen, ja, machen wir noch einen schwarzen Würfel. Obwohl, wir machen einen schwarzen Würfel, machen wir mal ein. Ja, oder machen wir einen ganz gläserne Würfel vielleicht. Ja, machen wir so einen blauen halt. Das heißt, wir dann kopieren wir uns kurz mal den Shader. STGC, STGV. Drücken drauf und gehen auf Observationsfarbe, machen das Ganze nur als blau. Das heißt blau und dann auch ein dunkelblau. Schauen wir mal, wie es aussieht. Also keine Garantie, dass es gut aussieht, aber mal gucken. So, und jetzt lassen wir die mal runterfallen. Und dann rendern wir das. So, wie ihr sehen könnt, sieht es schon mal ganz cool aus. Ich finde, das Rote hier hat es gut getroffen. Blaue jetzt nicht, könnte man auch ein bisschen intensiver machen. Aber ja, ich denke, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Was mich jetzt ein bisschen ärgert, ist, dass es irgendwie was mit dem Licht nicht ganz funktioniert hat. Aber das ist ja nicht Sinn des Tutorials, sondern Sinn ist eher, dass ihr jetzt wisst, wie ihr einen Würfel machen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was lernen. Es waren ja auch ein paar andere Sachen dabei, die ihr vielleicht neu gelernt habt. Und ich hoffe, ja, ihr habt Spaß daran und findet das gut, was ich so mache. Wenn es so war, wäre echt genial, weil meine Facebook-Seite, ich habe eine Facebook-Seite erstellt, der erste Link der Videobeschreibung hat einfach noch zu wenige Likes und noch zu wenige Mitglieder. Es wäre einfach cool, wenn ihr einfach da mal vorbeischauen könntet und vielleicht auch Mitglied werden solltet. Ist halt eine Motion Graphic Group. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mal vorbeigucken, wenn ihr eure Sachen promoten wollt und sowas. Ist ganz nett. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. So, jetzt haben wir das. Packen wir erstmal das Material hier rauf.